Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai. In unseren drei Streaming-Tipps finden sich heute jede Menge Powerfrauen, die aber in ganz unterschiedlichen Lebenslagen sind. Und los geht's auch erstmal mit Arnold Schwarzenegger. Schauspieler Arnold Schwarzenegger kann nicht nur Actionkino. Schon mit Filmen wie Twins oder Der Kindergartenkopf hat Arnie bewiesen, dass er auch eine lustige Ader hat. In der neuen Serie FUBA, was für Fucked Up Beyond Any Recognition steht, möchte er sein komödiantisches Talent erneut unter Beweis stellen. Die Serie erzählt die Geschichte des ehemaligen CIA-Agenten Luke, der eigentlich jetzt im Ruhestand ist. Du bist offiziell im Ruhestand. Wie verbringst du deinen Ruhestand? Dad! Schätzchen! Du hast mir gefehlt. Luke, kann ich dich kurz sprechen? Wir laufen Gefahr, einen Agenten zu verlieren. Codename Panda. Ich bin in Rente. Du huschst rein, holst Panda raus, schnappst dir die Bombe und zischst wieder ab. Oh, Scheiße. Meine Tochter ist in der CIA? Was ist das für eine Tochter? Ich euch ausdrücke. Es stellt sich heraus, hinter Codename Panda steckt Emma, die in Papas Fußstapfen getreten ist und als Spionin jetzt auf Schurkenjagd geht. Und das, zumindest bis jetzt, auch erfolgreich. Dass ausgerechnet ihr Vater ihr jetzt zur Hilfe eilt, passt ihr nicht unbedingt. Serienschöpfer Nick Santora hat zuletzt schon mit der Serie Reacher auf Prime Video stabile Actionkost geliefert. Alle Folgen seiner neuen Serie FUBA gibt es ab heute auf Netflix. In unserem nächsten Tipp geht es in die undurchsichtige Welt der Obdachlosen von New York. Laut einer Schätzung der Stadt aus dem Jahr 2022 leben rund 3000 Menschen dort auf der Straße. Der Film Topside – Flucht ins Ungewisse erzählt von der jungen Mutter Nikki. Zusammen mit ihrer 5-jährigen Tochter Little lebt sie als Teil einer Gruppe Wohnungsloser in einer stillgelegten U-Bahn-Station. Als die Station eines Tages von der Stadt geräumt werden soll, flüchten Nikki und Little auf die Straßen von New York. Werden wir gleich zusammen hochgehen? Du und ich, wir müssen warten, bis deine Flügel gewachsen sind, weil das am sichersten für uns ist. Hallo? Wir wollen Sie nicht stören oder Ihnen etwas wegnehmen. Wir sind nicht hier, um Sie zu verraten, aber Sie müssen jetzt rauskommen. Ich wollte auch noch fragen, ob man hier auch übernachten kann. Ein Schlafplatz? Ja, nur heute Nacht. Ich will nach Hause gehen. Es sind nur wir beide. Und dafür werden wir alles tun. Und was wir beide jetzt tun müssen, ist einfach nur zu warten. Für Little eröffnet sich eine ganz neue Welt, denn sie hat bis dahin noch nie die Stadt außerhalb der Bahnstation gesehen. Der plötzliche Ortswechsel bringt das Leben von Little und ihrer Mutter komplett durcheinander. Auf der Plattform Rotten Tomatoes ist der Film mit rund 80% durchaus gut bewertet. Topside, Flucht ins Ungewisse, gibt es jetzt auf Freevee. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu den Frauen des Kardashian-Clans. Aber eines muss man ihnen lassen. Mit ihren Unternehmen und vor allem ihrer Selbstvermarktung haben sie ein Millionenimperium aufgebaut. Die Selbstvermarktung in ihrer Show The Kardashians geht auf Disney Plus jetzt in die 3. Staffel. Und dieses Mal wird es, zumindest wenn man nach dem Trailer geht, um einiges ernster. Neben Kims endgültiger Scheidung von ihrem Ex-Mann Kanye West und dem psychischen Druck, der dabei auf sie ausgeübt wurde, geht es auch um Khloes Hautkrebserkrankung. I don't even know where we left off. You were still in a relationship. I was? Yep. Damn. Things change really quickly. Today your divorce was final. Yeah. I don't know how Kim handles everything with her ex-husband. I don't think you realize the weight of the world is on your shoulders. He has made up the most insane narrative. We stay silent through all the lies. For my kids. Mom just told me that it was melanoma. This on her face is very concerning. Auch das Drama innerhalb der Familie kommt nicht zu kurz. Nachdem es in der Sonderfolge zu Kourtneys Hochzeit mit Travis Barker noch sehr harmonisch und romantisch zuging, wirft Kourtney ihrer Schwester Kim im Trailer jetzt vor, die Hochzeit für eigene Businesszwecke genutzt zu haben. Die neuen Folgen The Kardashians gibt es ab heute wöchentlich auf Disney+.
Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Morgen gibt's natürlich Nachschub und die ersten Tipps fürs nächste lange Wochenende. Folgt diesem Podcast bis dahin gerne in eurer Go-To-Podcast-App und lasst uns auch gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Produziert wurde die Folge von Benjamin Zerdani. Mein Name ist Anja Bolle. Ich sage Tschüss und wenn ihr mögt, dann bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programme und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.